Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit meinem Gucci-Gürtel, auch in Grau. Ich habe den zu Weihnachten bekommen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Bis gleich. Peace. Denn Gucci-Gürtel geht immer klar. Leute, ihr wisst Bescheid, Gucci-Gürtel, ne? Gucci-Gang. Es gibt keine Folge, wo ich meinen Gucci-Gürtel nicht pushen muss. Okay, alles. Dein Gürtel. Sag mal dein Gürtel nochmal. Leute, Gucci-Gürtel. Ihr wisst Bescheid. Sag mal nochmal meinen, Digi. Aber was mir gerade einfällt, Nico, kennst du diesen Ort hier noch? Ja. Wo du meinen Gucci-Gürtel beleidigt hast? Ja. Trefft man sich ganz zufällig hier wieder. Hast ne? du auch wieder einen Gucci-Gürtel an? Was denkst du denn? Oh, Alter. Und hier zeigen wir nochmal Marvel-Boxer-Shorts, Leute. Das ist Bescheid. Ja, voll geil. Ja. Die Mädels nennen mich auch den Punisher. Okay, falls du weißt, was ich meine. Was haben wir noch? Gürtel? Ja, ein Gucci-Gürtel. Ja, was denn sonst, Leute? Ihr wisst Bescheid. Gucci-Gürtel. Besser Gürtel, ne? Ja. Aber wenn du dir irgendwann mal einen Gürtel holst, welchen holst du dir? Gucci würde ich mir dann einmal. Gucci, ne? Den hier? Ja, genau, den. Das ist geil, ne? Ja, okay, easy. Okay, super. Was haben wir für einen Gürtel? Ebenfalls von Gucci. Kann man das ein bisschen in der Kamera sehen? Oh ja, Gucci-Gürtel, ich habe den hier. Ja. Gucci macht super Gürtel, oder? Ja, definitiv. Okay. Trägst du den oft? Ja, gerade im Sommer. Gerade im Sommer, ja. Ne? Ich trage meinen auch fast jeden Tag und nichts geht kaputt. Also der hält wirklich super. Ja, das ist definitiv. Ich habe mit der Qualität habe ich noch nie Probleme gehabt. Noch nie, ne? Nein. Okay. Your belt is from Gucci. Gucci belt. Yeah. Gucci, Gucci. You know what it is. Gürtel, fake. 20 Zeig mal nochmal, fake Gürtel. Ja, Mann. 20 so sieht der Original aus. Original von Bazaar. Von Bazaar. Ja, original von Bazaar, 10 Euro. 20 Euro. Ja, doch, 20. 10 Euro. Keine Ahnung. Da hatte ich aber über den Tisch gezogen, ne? Kann sein. Weil den kriegt man eigentlich für 5 Euro da. Egal. Ja, okay. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu meinem Highlight-Gürtel. Ja. Ja, Gucci. Leute, Gucci-Gürtel, ihr wisst Bescheid. Beste Marke für einen Gürtel, oder? Ja. Besser doch. Als Louis und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Haben Sie einen Gürtel? Ja. MS-Gürtel. Gucci-Gürtel, Leute. Was haben wir noch? Gürtel. Gürtel habe ich heute sogar keinen an. Ich war auf kein Gürtel. Schnelle Welle unterwegs, sonst hätte ich jetzt irgendwie so einen Gucci-Gürtel einfach. Ja, ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Ah, okay. Ja, ja. Okay, Gürtel. Ja, den habe ich zum 18. bekommen. Gucci-Gürtel, Leute, ihr wisst Bescheid. Gucci. Oh, ja. Muss sein, ne? Gucci-Gang. Ah, hast du einen Gürtel? Gürtelwelt. Okay, hast du einen Gürtel? Ja. Sag mal, Kollege. Den Gürtel gibt's nicht mehr, weißt du, ne? Echt? Der ist komplett aus dem Sortiment rausgenommen, gibt's nicht mehr. Also ist ein Sammlerstück jetzt. Sammlerstück. Ja. Auf jeden Fall nicht verkaufen. Dafür hast du bezahlt, also ich habe damals bezahlt 2,25. Du? Kann auch sein, dass ich 2,25. Hast du denn auch schon 3-4 Jahre Minimum, ne? Ja, 4,5 denke ich. 4,5 sogar. Ja. Bester Gürtel, Leute. Hast du einen Gürtel? Ja. Gucci-Gürtel. Leute, was denn sonst Gucci-Gürtel, ne? Gürtel. Gürtel. Der darf natürlich Leute. Nicht fehlen. Partnerlook, man kennt ihn. Genau, das sogar, zeig mal nochmal. Das ist der ältere Gürtel. Ja, genau. Dein Gürtel mal in schwarz, nicht immer in gelb. Schwarz okay. Feiere ich viel mehr, Leute. Wenn man keinen Gucci-Gürtel hat, dann auch voll Gürtel, ne? Auf jeden Fall. Okay, was haben wir noch? Gürtel? Habe ich nicht, kein Geld. Ritwan, mein Lieber. Aladdin, das geht ja, so nicht. Bro, Kollege. Die Leute sagen zwar immer wieder, ja, bei dir Twitch läuft, Digga, aber guck mal, ihr könnt meinen Bruder Kevin fragen. Die Leute abonnieren nicht mit Twitch Prime. So, Leute, jetzt alle auf seinen wieder. Kanal gehen, bitte einmal donaten, damit er sich diesen Gürtel hier kaufen kann. Ich möchte, wenn ich auf deinen Twitch gehe, Ziel Gucci-Gürtel sehen. 270 Euro, Target Gucci-Gürtel. Machen wir. Machen wir, okay. Machen wir. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Gürtel du hast. Ach, Louis-Gürtel. Leute, hier Gucci-Gürtel, wisst Bescheid, ne? Okay, was haben wir noch? Gürtel? Gürtel habe ich von Louis Vuitton. Ich glaube, den habe ich vor 5 Jahren oder so geholt. Mein Lieber, was ist Louis Vuitton-Gürtel? Du brauchst hier. Der Gucci-Gürtel. Der Standard. Was haben wir noch? Ein Gürtel zu der Hose? Gürtel habe ich keinen. Kein Gucci-Gürtel? Nein. Ich habe einen Gucci-Gürtel, da ist ein Koffer. Und ich habe auch einen Cartier-Gürtel und einen Hermes-Gürtel etc. Aber wenn ich das T-Shirt aus der Hose draußen trage, dann habe ich die Erfahrung gemacht, vor allem bei meinen Dolce & Gabbana T-Shirts, dass ich irgendwann immer so ein kleines Löchlein hier drin habe. Genau, das kriege ich auch. Das krieg ich und auch deswegen kaufe ich mir eine Hose, die passt. Hier brauche ich gar keinen Gürtel. Und dann kriege ich auch keine Löcher ins T-Shirt, weil wenn ich dann 3 Löcher im T-Shirt habe, die sind so klein, die kann man gar nicht stopfen. Ja. Und dann kann ich das T-Shirt wegschmeißen. Und wenn das T-Shirt von Philipp Lein 1000 Euro kostet und nach 3 Tagen muss ich es wegschmeißen, dann tut das mir auch weh. Ich bin zwar reich, aber trotzdem tut es mir weh. Ja, okay, das mit den Löchern kenne ich auf jeden Fall auch. Meistens bei diesem Gucci, da bleibt das so ein bisschen hängen. Genau. Da hat man diese Löcher. Jetzt hast du einen Gürtel. Den Gürtel habe ich leider nicht an. Kein Gürtel. Du kriegst keinen Gürtel, oder? Doch, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du. Achso, nein, normal. Da vorne ist Gucci, ne? Also du brauchst auf jeden Fall hier einen Gucci-Gürtel, Digga. Was haben wir noch? Gürtel? Gürtel ist von Gucci. Mach mal ein bisschen die Kamera hier. Gucci-Gürtel.
Besser Gürtel, ne? Besser Gürtel. Was zahlt man dafür? 295. 295, ganz entspannt. Ja. Ich habe sogar noch 270 bezahlt. Die werden immer teurer. Ja, die werden irgendwie immer teurer, ne? Inflation bei Gucci. Ja, klar. Okay. Ja, easy. Du musst ja einfach hier den hier holen. Ja, der ist auch nice. Der ist auch nice, ne? Der ist auch nice, ja. Okay. Do you have a belt? Belt. This one. Ah, Bell. Das ist 1995, der typische braune Gürtel einfach. Ich hab den echt schon lange, ich hab den richtig, richtig lange. Ja? Kein Gucci, kein Louis Vuitton, kein H&M, kein Bruder. Leute, schreibt mal in die Kommentare Hashtag Gucci rein, wenn er sich einen Gucci-Gürtel kaufen soll. Hast denn du einen Gucci-Gürtel? Das ist der reale Gürtel, Bruder. Stark, stark. Dein zweiter mittlerweile, oder? Ja, ein zweiter. Muss auch mal sein, ne? Bei dir läuft. Kann ja nicht immer den gleichen tragen. Normal, ne? Was haben wir noch? Gürtel? Gürtel habe ich jetzt tatsächlich einen ganz normalen Hugo Boss Gürtel, irgendeinen, also wundert euch auch nicht, ich achte auf Gürtel halt null, weil ich ansonsten auch nie einen trage. Sieht man auch gar nicht bei dir so, ne? Ja, ich fühle es halt jetzt persönlich nicht so mit dem Gürtel. So sieht man das immer. Okay, was haben wir noch? Gürtel? Ich habe schon gesehen, gleich Gürtel wie ich. Oh. Gucci 270, denke ich. 270, ja. Genau, 270, habe ich auch bezahlt. Auch direkt im Gucci Store, ne? Ja, hier im Kudamm. Ja. Kommen wir zum Gürtel. Ja, okay, ist jetzt nur ein H&M-Gürtel 10er. Ja. Ich habe mir überlegt, so einen neuen zuzulegen, aber ich weiß nicht, hast du vielleicht irgendeine Empfehlung oder so? Ja, weißt du doch. Wie? Hier. Ach, Gucci, Bruder. Gucci-Gürtel. Okay, nice. Was haben wir für einen Gürtel? Lass mich raten. Ferragamo. Genau, Ferragamo-Gürtel. Junge, du brauchst mal einen neuen Gürtel, Digi. Ja, ich wollte. Gucci-Gürtel, hier. Ja. Was haben wir noch? Gürtel? Ja, mein Gürtel, Gucci-Gürtel. Gucci-Gürtel. Zeig mal, welchen hast du? Ah ja, den gleichen wie ich. Ja. Kein Gürtel? Nee, ich trage nie Gürtel. Ich weiß, ich finde das immer so unbequem. Oder da müssen wir auf jeden Fall noch mal los, weil Gucci-Gürtel muss sein, Digga. Gucci auf jeden Fall. Okay, easy going. Was haben wir für einen Gürtel? Gucci. Gucci-Gürtel. Den gleichen. Was hast du dafür bezahlt? Boah, ich weiß es nicht. Den habe ich 2017 gekauft, irgendwie 2,80 oder so. 2,80? Ja, ich habe auch so viel bezahlt. Ja. Die sind ja jetzt schon auf 2,95, meine ich. Okay. Die steigen immer ein bisschen, ne? Okay, was haben wir noch in Gürtel, sehe ich? Dann haben wir Gucci-Gürtel. Gucci-Gürtel, ist der genau, neu? Genau, das ist der neue Gucci-Gürtel. Neuer genau. Gürtel, Gucci-Gürtel. Was zahlt man für den neuen? 3,50. 3,50. Genau. Ich habe auch immer einen Gucci-Gürtel, weil das sind für mich die besten Gürtel, die es gibt. Das sind so eine Standard. Standard-Gürtel, ne? Genau, Klassiker. Klassiker.